So, dann werde ich mal beim Viertaktroller in Riemen wechseln. Erst die ganzen Schrauben auf und den Deckel runter. Und dann das Eisen zum Blockieren anstauben. Hier die Schraube. Eisen randrücken. Und dann die Schraube mit der Ratschi aufstauben. Wenn die Schraube locker ist, dann das Eisen wieder runterstauben. Dann das abnehmen. Und das Ganze, ups, fällt schon runter, das hier, Beilagscheibe, Schraube und das Metall. Dann sieht das so aus, dann kann man den Riemen da abnehmen und da hinten auch raus. Das da festhalten und den Riemen einfach dann nach hinten rausdrehen. So in etwa. Wenn das zu schwierig ist, das richtig festhalten und die Schraube aufstauben. Gut ist es auch, wenn man irgendwas dazwischen klemmen kann, sodass die Scheibe hier oben bleibt. Dass man da dann den neuen Riemen wieder reinkriegt. So, dann nehmen wir den neuen Riemen. Schauen, ob er irgendeine Laufrichtung hat. Und ich sehe, er hat keine Laufrichtung. Da ist nirgendwo ein Pfeil. Also den dann mal hier reinlegen. Der müsste so reingehen. Genau, er geht vorbei, er geht so rein. Und den jetzt rundherum. Den Riemen reindrücken, dann kann man ihn schön rumlegen. Und dann sieht das Ganze so aus. Der Riemen ist da drin und rundherum. Und dann läuft er wieder zusammen. Jetzt das andere Ende da drauf. Und der neue Riemen wäre drin. Geht etwas streng hier, weil die Feder ist sehr stark, muss man aufpassen, dass man sich nicht die Finger einzwickt. Das kann wehtun. Dann einfach wieder die Scheibe da drauf. Genau, den Anlasser lassen wir drin. Die Scheibe drauf. Dann das da wieder drauf. Ein Lüfterrädchen. Die Beilagscheibe. Und die Mutter. Dann das Blockierwerkzeug wieder anschrauben. Hier. Und mit der Ratsche die wieder schön festziehen. So, Blockierwerkzeug wieder abschrauben. Und das war's dann. Der neue Riemen ist drin. Das Blockierwerkzeug ist einfach nur ein Winkel mit hier einem Loch. Und hier ein paar Bohrungen, die noch etwas mit der Feile ausgefeilt wurden. Ein paar Bohrungen, wo das Zahnrad reingreifen kann, in der richtigen Höhe, ab hier. Und ein Loch hier drin zum Feststauben.